Zum Hedgen. Scheiße, okay. Ja, klar, das Event ist jetzt nicht mega Premium gemacht. Das haben die sich echt kacke überlegt. Vor allem. Ja, richtig kacke. Und ich glaube auch mal echt, dass ein Low-Leveler das mehr abfeiern würde, wenn er irgendwie ein Ei oder sowas mal bekommen würde. Ja, aber wann hast du mal in einem Ding, ganz ehrlich, wann hast du mal in einem Einlog-Event ein Egg bekommen? Noch nie. Noch nie, aber es wäre geil. Du hast halt die Möglichkeit jetzt mit den Coins, genau wie... Sagen wir mal so, du bekommst eine Box, wo eine 1%ige Chance ist, ein Ei zu bekommen. Und anderen Stuff, sag ich mal, Evoluter brauchen Low-Leveler auch. Ja, ja, klar. Digicore. Mode Selector. Backup-Disc brauchen Low-Leveler genauso. Ja, aber... Digiklone. Achte. Digiklone ist doch... Das ist gut. So lernst du als Low-Leveler auch zu klonen. Weil ich kenne keinen... Also ich hatte zur Anfangszeit... Ich hatte keinen Digiklon. Okay, bei mir gab's den Scheiß auch noch gar nicht, aber... Ich hatte einen Digiklon, der... Als ich dann wieder angefangen habe, weißt du so? Gab's keine Möglichkeit, Digiklon zu bekommen. Außer du machst die Level-5er-Karten und holst die Digicore. Oder hast halt Glück und Drops X, die machst du dann zu Digicore. Aber da ist halt wieder so... lohnt sich das? Lohnt sich jetzt ein Renamon Egg zu scannen und dafür nur ein Digicore zu bekommen oder so, weißt du so? Weißt du, was sich richtig gelohnt hat bei meinem Account? Was? Mein Devimon 3 von 5 und mein Renamon 3 von 5. Wie lange wir Renamon gefarmt haben, ne? Hammer, ne? Alter, dass du das mitgemacht hast. hätte mich jemand gefragt... Ey, Digga. Renamon Farm, ohne Witz. Ich hatte dasselbe Problem. Nochmal schöne Grüße an Alex, falls du das siehst oder so. Danke vielmals für die Hilfe am Anfang, für die ganze Hilfe, die du mir gegeben hast. Der hat mir einfach Patamon 4 von 5 gegeben, hat den mit mir bis 12 geklont. Wir haben durchgehend wirklich nur Karten gefarmt, damit ich klonen konnte. Ja. Der hat Backup-Disc hat er mir in den Arsch gesteckt. Der hat mir wirklich, ich habe am Anfang richtig gut Hilfe bekommen. Der ist einfach so, das war so noch altes Yokohama Village, wo du hinten bei, ich war bei Gabumon am Farm, ich wollte Gabumon haben. Und er schreibt dann einfach so mal im Chat, irgendjemand Deutsches hier. Und ich antworte so, ja, der so, brauchst du irgendwie Hilfe oder so? Der war, lass mich lügen, Tamer Level 40 oder so. Ich war Tamer Level 12, wenn es hochkommt. Ich war halt am Farmen und ich habe gesagt, ja, möchte gern Gabumon haben. Dann hat er mit mir gefarmt, bis ich 50 Ex hatte von Gabumon oder 30 oder 50, ich weiß nicht. Bei Gilmon und Dingens kam ich so ultra durcheinander. Auf jeden Fall, hat er mit mir gefarmt, bis ich dann mein 5-5er Gabumon und mein 5-5er Gilmon hatte. Und dann hat er mir ein Patamon geschenkt, 4-5, weil ich den unbedingt haben wollte. Hat mir den hochgeklont mit mir. Wir hingen wirklich 12 Stunden in Digimon, haben nur gefarmt, durchgehend. Dass der das mitgemacht hat, der hätte so easy durchleveln können. Also fettes Danke, wenn du das siehst, Alex. Ein bisschen Doggy nebenbei. Wir waren auch einer der ersten Gilden hier auf Barbamon, die unter Platz 3 war. Und das zu zweit in der Gilde. So krass haben wir gesuchtet. Ging schon gut klar. Also hat echt Spaß gemacht. Jo. Kenn ihn ja auch noch. Ja. Ja, genau. Du kamst ja später auch noch in die Gilde von uns. Ja. Execution, glaube ich, ne? Ja, da haben wir zu dritt die Gilde noch übelst gezogen. Ja. Ja, das war auch die Zeit, wo wir die ganze Zeit nur gesuchtet haben, dieses Game hier. Das Krasse war ja, ich weiß noch, dass die erste Aufnahme... die erste Aufnahme. 15 Stunden durchgesuchtet und danach noch aufgenommen. Irgendwie 8 Stunden oder so. Wie so richtige Suchtlinge, Alter. Ich weiß noch, wo du bei mir warst, ja? Die Woche. Aufgestanden gezockt, pennen gegangen. Ja. Aufgestanden gezockt, pennen gegangen. Auch morgens abgeholt. Alter, Pierre, beeil dich, komm, ey. Gleich starten die Server wieder. Wir müssen zu Hause sein. Wir müssen unbedingt Black Argumon bekommen. Ja, Mann. Genau. Bekommen, dann verkaufen wir das teuer. Genau, ich habe 3 von 5 bekommen. Ja. Den habe ich dann später gelöscht. Ja, bin ich noch mit Patamon Dingens rumgerannt. Mit Burst Mode, Patamon. Mhm. Level 70 oder so, den ich dann gelöscht habe hier in der Maze. Boah, Alter. Sorry, Alex, Jungs. Thomas, danke nochmal an Alex. Ja. Ja. Spätestens jetzt wäre der. Ey, ganz ehrlich, spätestens jetzt wäre der eh noch. Vor allem war da totale Verschwendung. Ich habe mir dann. Jetzt Dings, Pegasusmon. Ja, auf 90 wahrscheinlich schon. Ja. Vor allem war das übelste Verschwendung. Ich habe extra 10 aufgeladen, war übelst happy, dass wir den auf 65 gezogen haben. Und dann, was ist, Alter? Das Vieh ist einfach Virus.
selbes Set, einfach Virus. Ich glaube, ein bisschen mehr Defense gehabt. Attack H genau gleich. Attack Speed genau gleich. Aussehen halt ein bisschen verändert, was cool aussah. Mega cool. Dieses Grün-Weiß mit den lila Flügeln. Übelst geil. Ja, das ist geil. Aber ey. Mich muss man jetzt auch noch ziehen auf 65, ey. Ich will's aber machen. Weil es jetzt 124 ist, ne? Ja, weil es 124 ist. Deswegen habe ich ja meinen Dexmon gelevelt, Dexorugamon. Weil es 128 kam, direkt durch auf 73. Muss, ja. Gibt ja. Sachen, die müssen einfach. Der soll auch Dingens. Genau, Schui, lass mal die Tage oder so. Oder nächstes Wochenende. Also im Privaten würde ich jetzt sagen, lass mal da nächstes Digimon auf 90 ziehen. Unsere beiden Ex-Wemon sind 83, 82 so. Jo. Ich glaube, meiner ist 82. Wir machen. Okay, das ist der falsche, der ist 48. Ich dachte schon, hä? Wieso ist denn der 48? Ja, Flame Dragon. Jojo. Dann ziehen wir den auf 90. 99 brauchen wir nicht, weil die letzten 9 Level bringen von den Stats an gar nichts. Also, okay, warum nicht? Das ist so gering, das brauchst du nicht. Habe ich letztens auch schon mit jemandem diskutiert. Der hat selber gesagt, die Stats sind so gering. Also verändert sich so wenig. Ich glaube, du kriegst irgendwie 50 Attack oder so mehr, was nichts aber ist. Nüsse sind, ja. Also ja. Da kannst du einen Ring reindonnern, hast du mehr. Ja. Ja, was habe ich jetzt für einen Ring mit 148, glaube ich, oder so? 132. Siehst du? Er bringt einen Ring mehr. Ja. Mach mal so, ziehen wir auf 90. Ich will die nächsten zwei Digimon auf 90. Dex, Dorugamon und Exuemon. Und danach schauen wir mal, was wir dann. Schauen wir mal, ne? Barbaran. Barbaramon. Ah, genau, für die Leute, die nicht wissen, welchen Server ich spiele, hier unten. Seht ihr es wahrscheinlich. Da steht Barbaramon. Der quatscht mal wieder voll rein, dieser Mongo. Ja, bitte. Ich habe meine erste Frage bekommen. Erzähl, André. Welchen Server spielt ihr? Ja? Ja, ich war so stolz. Ich so, ja. Barbaramon, ich spiele Barbaramon. Barbaramon. Ja, bei mir sehen die Leute das ja. Ich habe ja jetzt extra so ein Bild eingefügt, unten rechts. Da steht zwar Pyron und dann Barbaramon. Weil ich habe mir gedacht, komm, Logo kannst du immer einfügen in deine Videos. Und da das die echt die häufigste Frage war von allen, ne, habe ich es einfach da unten hingeklatscht. Fertig. Jeder sieht das, es ist schön groß. Wie mein Schwanz nicht ist. Oh ja, wir reden so gerne über Schwänze. Das ne, wieso? Ich schwänze ja, Schule. Ja. Warte, weißt du was? Ich versuche jetzt mal meinen Devimon zu fluten. Zu fluten. Ich versuche jetzt mal Phoenixmon zu fluten. Und? Das kann ich ja machen, weil ich einfach hier so ein Changer-Bums hier habe. 115. Das ist ziemlich geil. Also, Devimon, weil ich habe nämlich mein Devimon, das war 126%. Und ich hab mir gedacht, alles klar, weißt du was, versuchst du, machst du ein bisschen. Boah, mehr eine Flut 119, soll ich nochmal probieren? Ich weiß nicht. Ach, weißt du was, fuck doch, Alter. 116, fick dich, Alter. 125, komm, das wäre schon geil. Und wie? Nein! Aber geil. Nein! Achte. Hammer geil, 1% mehr. Hammer geil, nix, ja? Ach. Bei mir 119, 116, 115 wieder. So bitter, ne? Oh, kotzt das. Also dafür. Meine Fresse. Dafür lohnt sich das on zu sein. Also für die Fruits auf jeden Fall. Ja, ich werde die. Ich werde jetzt sparen. Wollt, kauft euch mehr. Ja, wartet auf mehrere Fruits und dann macht es dann alle auf einmal. Ja, ich muss einfach dran denken, dass ich den Rechner mal anlasse, wenn ich arbeiten gehe und einfach in Digimon eingeloggt bleibe. Das Problem ist dann gibt es so Leute, weißt du, die denken, ich antworte dann einfach nicht, weißt du so? Ja, aber du bist so abgehoben, ne, seitdem. Ehrlich, ey, du denkst auch, du bist Fame. Ja, Mann, du denkst auch, du bist Fame. Ah, genau, sorry an Mika, Alter. Ich hab's heute leider nicht geschafft. Wir wollten seine Alphamon Yogris zusammen machen. Aber ey, ich hab übelst lang gepennt, Mann. Ich war den ganzen Tag unterwegs und dann habe ich mich mittags hingehauen. Mit vollem Arsch war. Ne, genau. Ich hab Balkoni sauber gemacht. Und hier, Dingens, wir haben
wie nennt das, diese, wir haben einen neuen Holzboden gelegt, also Fliesen, diese Pflastersteine rausgenommen, Holzboden gelegt und so, neu gestrichen alles und die Holz, den Holz